Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Part von Delicious 2. Heute machen wir mit dem Level 8 weiter im wundervollen Park. Und bin mal gespannt, ob was wir jetzt Neues dazu bekommen. Ob wir jetzt Senf, ja, oder Mayo? Senf oder Mayo? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir haben im letzten Part sogar einen Franco dazu bekommen. Einen Franco. Und der hilft uns beim Tisch abputzen. Und wir haben schon wieder einen vierten Tisch dazu bekommen. Meine Güte! Und sie will... Es macht genauso lustige Geräusche wie das Ketchup. So. Dann tun wir dich mal entfernen. Entfernen? Was labe ich denn? Hier, guck mal, das Schild ist voll cool. Hier gibt's Hotdog mit Ketchup und Senf. Rotes Popcorn und Eis. Was tue ich denn jetzt eigentlich gerade in meiner Dummheit? Du, Sigi, tu mal, ich habe gerade hier voll den Bullshit gemacht, wenn ich ehrlich bin. So, Sigi, du denn mal unterhalten. Ich habe gerade richtig großen Bullshit gemacht, weil ich darauf geguckt habe, auf das Schild geguckt habe und genau das dazu verwendet habe, tatsächlich. Gott, ich komme gerade echt nicht mehr klar. So, Franco, du mal Tische putzen hier. Alter, wieso habe ich jetzt hier Popcorn drinnen? Du den Tisch auch noch gleich putzen? Oh je, das kann jetzt werden. Du mal hier Tische unterhalten, weil die werden wieder garstig. Das sehe ich doch schon. Du bist mit Ketchup und dann müssen wir noch ein Getränk haben. Dann tue ich das hier. Hier, hier, hier. So, so. Und zack, und zack, und bei. Und du, du. Nein, 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 Ziggy! Dahin. Herrje, nee, nee. Jetzt sollte ich wieder drinnen sein, hoffentlich. Aber nur, weil ich auf dieses blöde Schild geguckt habe. Ich bin richtig dumm. Aber so richtig. Das Geräusch. Nein. Geht gar nicht. Und wieso halte ich hier überhaupt ein Getränkestöpsel in meiner Hand? Hallo, Emily? 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 Ja, dann Emily. Das und das. Sigi, geh mal... Nein, Sigi soll doch da... Sigi, geh da rauf, Mensch. Jetzt sind die wieder angepisst, weil ich hier Kacke gemacht habe. So, Popcorn und dann rotes Ketchup. Und Franco geht Tisch abputzen. Und Sigi, du da. Du da, du da. Gibt irgendein Lied mit du da, du da? War das nicht irgendwas mit Old McDonald? Nein, nicht Old McDonald, Herr der Farm. Ja, ja, ho. Du Tisch putzen. Die sind da mal wieder richtig angepisst, Mensch. Ob ich das tatsächlich hinkriege? Ich glaube nämlich nicht. Weil ich hier voll den Kack gemacht habe, so. Sigi. So. Wobei, es könnte sich tatsächlich noch ausgehen, aber sehr schwer. Muss ich echt mehr Kombos hinkriegen? Du, guck mal, Schnecke. Ja, jetzt bist du nicht mehr happy, ist klar. Wäre ich auch nicht. Oh nein. Wieso müssen eigentlich Senioren und Kinder gleichzeitig kommen? Sigi, geh darüber. Ketchup, dann das und dann ein blaues Popcorn. Ich will blaues Popcorn. Das und das. Und dann das und das. Und sie will blaues und das und das und... Oh Gott, eine Business-Tante. Oh nein! Eine Business-Lady! Eine Business-Lady! Mein Gott, die Welt geht unter! Eine Business-Lady! Ich kann bei dem Sound nicht ernst bleiben. Vor allem das vom Senf hört sich ja noch schlimmer als das vom Ketchup an. Franco, mach mal Tisch. Sigi. Okay, wenigstens sind es nur Kinder hier. Franco, mach mal Tisch sauber. Tisch sauber. Ich kann nicht deutlich reden. So.
voll zu einem deutlichen Sprechkurs oder so gehen. Das Level geht einfach schon mal 5 Minuten, verdammt. Ich möchte kein Dragon Ball Z kaufen. Meine Güte. Ich will einfach mal 2000 verdient haben. Kann ich mir jetzt Deku kaufen? Ja. Gut, dann kaufen wir uns wunderschöne Tische. Das sieht im Restaurant toll aus, aber ob es auch deinem Kunden gefällt? Nein, mir gefällt das nicht. Die finden das grässlich, Franco. Expertenziel 2000. Meine Güte, aber wenigstens noch mehr Tische. Aber es sieht jetzt alles wirklich winterschön aus. Oh Gott. Oh nee, ernsthaft. Ich habe das Eis falsch genommen. Geh mal die Kinder hier unterhalten. Und dann wollen die Getränke. Dann wollen die das, dann wollen die das, dann wollen die das. Und Sigi, geh gleich dahin und unterhalt die nochmal. Jetzt verlieren die gleich ihr Herz, ne? Nein, oh, sie haben sich verloren. Ja, sie hat's nicht verloren. So, dann einmal Ketchup mit Senf. Was ist jetzt passiert? Treuer Trophäe, Mitarbeiter des Monats. Du bekommst dieses Lob, wenn 100 zufriedene Kunden im Restaurant waren. Die Trophäe ist jetzt in deiner Trophäensammlung. Dankeschön. Tu mal hier so. So. Sind die jetzt auch mal fertig? Perfekt. So, Franco, sie. Oh Gott, ich vertausche den Namen. Sigi macht mal Musik hier und dann Sigi geht da nicht drauf, weil Sigi blöd ist. Jetzt geht Sigi da rauf. Und Popcorn und Popcorn. Echt stressig hier. Und nochmal Popcorn. Ganz viel Popcorn für jeden, weil jeder liebt Popcorn. Ich hab Bock auf Popcorn, aber ich darf nicht so viel essen. Das wird halt nichts mehr. Ich wollte eigentlich abcashen, aber egal. That sound makes me angry. Franco, tu mal Tisch putzen hier. So. Nein, Sigi. Nein, Sigi. Kriege ich halt auch mal irgendwann ein größeres Tableau oder ist das so in der Art so? Nee, kriegst du nicht, weil. Weil ich hätte Sigi, du mal hier weiter unterhalten. Damit ihr Herz nicht verpufft. Wie Puff immer macht. Puff, puff. Puffe die Puff, puff. Puff, puff. Puff, puff, puff. Blaues Popcorn und das Getränk. Herr Jemini. Frank, Sigi. Sigi. Herr Jemini. Was war das denn für eine Aktion? Du spielst. Egal. Ja. Einmal Senfketchup. Senf-Hotdog, meine Güte, Senf-Ketchup. Da hat ihr Tisch. Mann. Mich wundert, dass ich überhaupt noch irgendwas reden kann. Mit meiner. Och nee, jetzt kommen immer die Senioren und die Kiddies gemeinsam. Was ist denn das hier? Geht Zoe auf den Nerventisch-Kongress oder was? Habe ich überhaupt irgendwas vergessen? Nein. Sigi. So. Einmal das und ja, habe ich richtig. Habe ich richtig. Entscheidest du dich auch mal? Ich möchte hier nämlich Kombos machen. So abcashen und dann blaues Popcorn. Dann sind die fertig, dann sind die tatsächlich fertig. Dann kann ich abcashen. Hey, das sind neue Leute. Franco, du durch den Tisch abputschen. Putschen. Putschen! Du putschen! Du musst ganz viel putschen hier. Hey. Und dann möchte man Senf. Bin ich jetzt bei Tag 8 oder 9? Ich bin schon bei 9. So. Franco. So,
das. Jetzt sind sicher die fertig. Ich wollte gerade sagen, unser Laden ist hier leer. Aber es kommt tatsächlich noch jemand. Wir brauchen jetzt noch 2000. Nein, wir brauchen noch 193. Aber es wird nicht funktionieren, wenn keine Menschen hier kommen. Hallo, Mensch. Bevor du überhaupt zum Ziel sitzt. Stellt euch vor, ihr geht in ein Restaurant. Bevor ihr euch hinsetzt, steht schon der Musikant dort. Und will euch einfach mal voll musizieren. Das wäre ja richtig nervig eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Ihr geht ins Restaurant und da steht schon dort, bevor ihr einfach irgendwas getan habt, ne? Wisst ihr noch, wie ich mich vor ein paar Sekunden noch beschwert habe? Es konnten keine Menschen. Spiel, du übertreibst gerade dezent. Aber okay. So. Einmal Hotdog und einmal das, dann Franco, dann das. Wir haben das Ziel, glaube ich, schon gekriegt, ja? Herr Jemini, Sigi, mach mal Musik hier. Du möchtest das und dann nein, bla bla bla. Gut. Geschlossen! Und die bestellen erst. Aber wenn ich Popcorn esse oder einen Hotdog esse, dann setze ich mich ja nicht hin, ne? Eigentlich nicht. Hotdog kann man auch im Stehen essen. Rein theoretisch. Theoretisch, ja? Theoretisch. Du brauchst nicht die Hand zu heben, wenn du hier, wenn dein Mann sowieso hier an die Kasse kommt und bezahlt, ich meine. Da ist keine Logik. Kann ich irgendwas kaufen? Kauf. Wenn wir heute genug verdienen, kann Onkel Antoni das Bistro wieder öffnen. Dann machen wir das tatsächlich auch. Und wir haben wieder keine Story. Und ich muss mich kurz anders hinsetzen. Dementsprechend wird es ein bisschen laut werden. Au, mein Fuß. Ich hätte, glaube ich, eher die Blumen kaufen sollen. Weil jetzt steht das hier einfach mitten random im Weg rum. Da könnte Frank oder Emily drüber stolpern. So. Och nein, nicht Businessmenschen. Ich hasse Businessmenschen. Die sind immer so richtig... Halt die Businessmenschen. Ich habe das Falsche genommen. Ich will. Sigi geht dahin, weil die sind schon mies gelaunt. So. Sigi. Sigi. Franco. Party. So, Sigi, wir unterhalten. Sie will Popcorn und das und das. Jetzt kommt die Omi. Und ein kleines Kind mit Fattigem mit und Seil springt. Springseil, so. Ein wundervolles Springseil, da haben wir das und das und das und das. Wird jetzt nicht knatschig, ne? Ich wollte gerade sagen, hier sitzen viele Ladies, aber dann habe ich den Herrn gesehen. Er hat das nicht gehört. Nein, ich habe nicht ein... Ich habe keine Ahnung, wie das auf Hochdeutsch heißt. Host. Wie das auf Hochdeutsch Horst. Horst. Und ich meine nicht den Horst. Ich meine Horst. Das hört sich so falsch an, wenn ich das sage. Was ist ein Eis? Ich hätte rein theoretisch eine Kombi machen können, aber nein, mache ich nicht. Warum sollte ich das tun? Das mache ich nicht. So, es gibt es nicht. Ein kleines Kind und alte Menschen. Oh je. Du wollen das. Und du wollen Eis und ein bisschen Ketchup. Dass du dir in die Haare klatscht und dann hast du rote Haare, ne? So. Ich weiß eigentlich nicht. Nein, ich habe mich überdrückt. So. Was darf sein? Popcorn? Und jetzt habe ich das Popcorn vor mir geschmissen. Aber ich hatte nicht genug Platz.
Also ich dachte eigentlich, dass wir vielleicht größere Toplos bekommen. Nein, ich habe nicht mit dem Stöpsel gespielt. Nee. Nee, nee. Zack, zack. So. Oh, ich wollte gerade sagen, hoch. Das ist das kleine Kind dahinter, aber ja. Einmal das und das und das. Und wenn sie jetzt knatschig wird, dann gibt es echt Haue. So, dann gibt es das und dann wollen wir noch das haben. Sie braucht richtig lange, um sich zu entscheiden. Aber Hauptsache, sie wird knatschig, ne? Wenn sie selbst so lange überlegt hat, zum wir haben echt ein kleines Problemchen. Ich glaube, ich schaffe hier das Level nicht, ne? Guck mal an. Wir brauchen voll lange dafür. Geh doch mal so unter lange. Meine Stimme geht auch weg. So lange unterhalten. Bis sich die Dame hier entschieden hat, damit ich hier wenigstens eine Kombi beim Abkassieren habe. Wehe, wehe, wehe dir fast. Nein, Emily, du sollst nicht mitgehen. Franco steht auch nur so da und denkt sich so, jo. That's fucking shit. Mache ich jetzt hier einfach meine Kombi beim Servieren. Dann geht Sigi darüber. Dann hole ich mir Ketchup, Ketchup, Ketchup. Dann geht Sigi darüber. Ketchup, Ketchup, Senf, Ketchup, Senf. So. Was habe ich denn vergessen? Achso, da wollte die was zu trinken. Naja, gut. Das habe ich jetzt verkackt, ne? Ich bin schon da! Ich bin schon da! Ich bin schon da! Oh, verdammt. Sigi, geh unterhalten. Oh, verdammt, soll ich das Ketchup gelöscht? So. Puh. 2016. Hätten wir einen Dollar mehr, hätten wir 2017 gehabt. Hey, warum bist denn du knatschig dahinter? Ich kann nicht so viel, wenn die zu lange braucht, sich um zu entscheiden. Ja. Na, wenigstens etwas. Ja, sollten wir eventuell noch hinkriegen. Eventuell. Ja, sollten wir definitiv bekommen, weil das Spiel meint so, ich bin Assi, ich schmeiße noch 10.000 andere. Huch. Nein, warte, ich habe mich verklickt. So, die wollen das, die wollen das, die wollen das. Du gehst dahin. Dann das und das und das und das und das und das. So, dann holen wir das gleich nochmal. Dann wollen die das und das, dann wollen die das und das. Alter Verwalter! So, dann das und 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 das. Ganz viel kassieren. Ja. Los, Franco, du musst deinen Tisch putzen, damit wir nach Hause gehen können. Ich könnte ja rein theoretisch das Geld jetzt hier ausgeben noch, um das letzte Accessoire zu kaufen, die Blumen nämlich, aber wir sparen das lieber mal und ich glaube, wir haben jetzt genug Geld, Onkel Antonio. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe vergessen, wie ich gesprochen werde. Wenn du das Bistro wieder öffnest, kann der Stand weg. Ich kümmere mich sofort darum, das Bistro wird morgen wieder öffnen. Huch. Marmoreis, schließe alle Tage von der Park ab. Die Trophäe ist jetzt in deiner Trophäensammlung. Szenario freigeschaltet. Der Park ist jetzt in der zufriedenen Kunde verfügbar. Der Parkexperte ist jetzt in der... Ja, ja. Sprich, wir können ab dem nächsten Part in das Bistro und mal schauen, was uns dort so erwartet. Also, das war's mit diesem Part von Delicious 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.